Omikron ist doch gar nicht so schlimm. Das ist der Grund der heutigen Rallye. Zumindest die Annahme, die Hoffnung, dass dem so sei. Dabei ist die Datenbasis noch sehr, sehr dünn, als dass man solche Aussagen treffen könnte. Der wahre Grund ist der, dass man einen Anlass suchte, um eine Rallye zu veranstalten. Denn die Märkte, vor allem in den USA, waren tief überverkauft. Ich hatte es heute im Videoausblick gesagt. Dementsprechend die Wahrscheinlichkeit für einen Bounce relativ hoch. Aber was stimmt eigentlich mit dieser Rallye nicht? Das will ich in diesem Video versuchen zu erklären, denn Omikron ist nicht das eigentliche Problem der Märkte. Das sagt zum Beispiel auch Morgan Stanley. Omikron, ja, hat am Black Friday diese Turbulenzen an den Aktienmärkten zunächst mal ausgelöst, war der Startpunkt gewissermaßen für diese Volatilität, für diese Turbulenzen, die wir durchaus gesehen haben. Aber das eigentliche Thema ist die hawkische Wende der Fed, wie Morgan Stanley hier sagt. Was würde uns bullischer machen, fragt Morgan Stanley. Naja, wenn die Bewertungen ein bisschen runterkommen, genau 12% günstiger müsste es sein, dann würde man sagen, so meinte Morgan Stanley, das wäre jetzt eine Geschichte, wo wir gerne auch wieder kaufen würden. Wir sehen also, dass die Märkte heute gewissermaßen eine Rallye machen aus dem zweitwichtigsten Problem heraus. Aber das wichtigste Problem, das für die Aktienmärkte immer das Zentrale ist, nämlich Liquidität. Dieses Problem ist nicht gelöst. Im Gegenteil, wenn Omikron wirklich mildere Verläufe zeigen sollte, also gar nicht das Problem ist, warum sollte die Fed dann diese hawkische Wende in irgendeiner Form verschieben, verringern etc., zumal jetzt die Aktienmärkte vor der Fed-Sitzung dann sich auch wieder ein bisschen in besserer Form präsentieren. Da ist also nicht der Rückzieher, wie ihn Paul einst im Januar 2019 gemacht hatte, als die Aktienmärkte 20% gefallen waren. Da hat er gesagt, habe ich alles nicht so gemeint, aber jetzt ist Inflationsbekämpfung die oberste Priorität. Dementsprechend die gefährlichste Virusvariante nach wie vor Omikron, und solange dieses sehr aggressive geldpolitische Coronavirus unter uns ist, wird es schwierig mit dauerhaften Rallyes, mindestens für einige Sektoren. Andere können davon durchaus profitieren, gar keine Frage. Deswegen sagte zum Beispiel eben Morgan Stanley auch, ja, Banken, das ist doch das, was eigentlich interessant ist. Das ist der Sektor, wenn die Realrenditen steigen. Wenn die Realrenditen steigen, ist das normal schlecht für den Gesamtmarkt, vor allem für die Tech-Werte, denn die Rallye war ja vor allem, die Aktienrallye, die Party an den Aktienmärkten war ja vor allem ausgelöst durch immer weiter fallende Realrenditen. Das macht dann Aktieninvestments besonders interessant. Wenn die aber weniger negativ werden, wenn also jetzt die Realrenditen sich aus diesem negativen Bereich etwas nach oben abarbeiten sollten, dann ist das nicht das optimale Umfeld für die meisten Sektoren, für einige, wie gesagt, wie für Banken durchaus. Aber Omikron, das ist das eigentlich gefährliche Virus. Selbst wenn Omikron harmlos sein sollte und damit vielleicht irgendwie diese Pandemie auch sogar schneller beendet sein könnte, weil eben Omikron dann Delta verdrängt, wäre das das eigentliche Problem, an dem sich die Märkte nach wie vor abarbeiten müssen. Und so sehen wir heute Jerome Powell, der Weihnachtsmann mit schlecht gelaunten Kindern, so war es ja die letzten Tage bei den Aktienmärkten. Michael Gaillard merkt ja an, ja, ist nicht so eine super gesunde Rallye, denn wir sehen, die besten Sektoren sind defensive Sektoren. Das sind Utilities, also Versorger, diese stockkonservativen Gas, Wasser, was auch immer, Staples, Consumer Staples, also das, was man regelmäßig braucht, an Nahrungsmitteln zum Beispiel, an Konsumgütern. Das sind die Sektoren, die am stärksten heute steigen. Eigentlich nicht das Umfeld, das darauf hindeutet, dann, dass wir jetzt die Jahresendrallye schon begonnen haben. Die kann vielleicht kommen, okay. Aber es ist eben so, solange das Kernproblem, nämlich Omikron, nicht gelöst ist, wird es weiter schwierig bleiben. Wir sehen auf jeden Fall einen Trend hin jetzt zu Value. Wir haben schlichtweg hier zum Beispiel den Dow Jones, der, glaube ich, 2% heute im Plus ist, viel stärker als den Nasdaq 100. Wir hatten jetzt ohnehin schon die zweitbeste Dow-Performance in Relation zu den Tech-Werten im Nasdaq diesen Jahres. 3 Tage lang ist man da gestiegen und wir sehen, wie viel Platz da eigentlich noch nach oben ist in dieser Performance, in diesem Performance-Unterschied zwischen dem Dow Jones und Nasdaq. Das ist also schon extrem, was da bisher gelaufen ist. Dementsprechend die Tech-Werte eben auch aus meiner Sicht besonders vulnerabel. Also
gefährdet, wenn man so will. Und wir sehen auch, dass die sogenannten High-Volume-Stocks, also da, wo viel Umsatz ist, wo alle rein wollten, Momo, diese Momentum-Aktien, diese Fear-of-Missing-Out-Aktien wie GameStop, wie Tesla, wie sie alle heißen, die sind in der letzten Woche so stark gefallen wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Da sehen wir also, dass diese ganzen Modeerscheinungen, die rein durch Liquidität bedingt waren, die Flut hebt alle Boote, aber wenn eben dann die Flut ein bisschen abebbt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Das hatte ich heute Morgen immer wieder als Bild dafür bezeichnet. Das bringt es vielleicht auf den Punkt, das wird jetzt eine Selektion, eine Rotation, die wir derzeit erleben und von der besonders betroffen meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die jetzt natürlich ein bisschen unter Wasser ist. Tesla heute auch im Minus, jetzt sogar in einem Bärenmarkt über 20% gefallen. Und wir sehen letzte Woche auch die nicht profitablen Tech-Unternehmen mit dem stärksten Abverkauf seit März 2020, mithin also seit der Corona-Crash. Ich habe mir heute hier das neueste Video von der guten Cathie angeschaut. Also sie ist nach wie vor mit religiöser Inbrunst dabei, dass diese Tech-Werte alles disruptiv über den Haufen werfen, die eigentliche Blase sei ja Value etc. Wenn wir uns mal die Bewertungsunterschiede anschauen, das was in den letzten Monaten gelaufen ist zwischen Tech und Value, dann ist die Frage, wo ist die Blase eigentlich? Jedenfalls Cathie Wood mit interessanten Erklärungen, zum Beispiel fragt sie sich ja, warum steigen denn die Anleiherenditen nicht, weil die Fed hier diese Politik doch so hawkisch jetzt gestaltet, Inflation plötzlich als oberstes Problemfeld erkannt hat, und die Antwort ist von Cathie falsch. Die sagt nämlich, ja, weil die Anleihemärkte glauben nicht an Inflation. Doch, die Anleihemärkte glauben an Inflation, aber die Anleihemärkte glauben eben auch, dass die Fed aggressiv die Zinsen anheben muss, womit dann eben letztendlich die Wirtschaft sich abschwächt, weswegen die Anleiherenditen fallen. Das, liebe Cathie, hast du natürlich wunderbar umschifft. Julian Bridgen hat hier im Gespräch mit Holger Cepic mal darauf hingewiesen, dass der ARK Innovation, also dieses ETF von Cathie Wood, wo eben diese wundersamen Tech-Werte drin sind, die zwar kein Geld verdienen, aber eine ganz großartige Zukunft haben, einen ganz ähnlichen Chart haben wie der Nasdaq einst zwischen 1995 und 2003, aber jede Blase hat irgendwann mal ein Ende. Was sind die gefährdeten Gebiete aus meiner Sicht? Wir sehen heute zum Beispiel interessanterweise, dass die Kryptowährungen nach dem Abverkauf am Wochenende sich nicht so wirklich erholen. Ja, sie fallen nicht weiter. Aber das ist jetzt nicht die Monster Rally, zumindest bisher nicht, die wir hier gesehen haben. Wir sehen also unprofitable Tech-Unternehmen. Diese Momentum-Werte sind gefährdet. Tesla ist gefährdet. Kryptowährungen sind aus meiner Sicht gefährdet. SPACs sind gefährdet, diese Börsenmäntel. Also alles, was gehypt, durch Liquidität gehypt war, das wird möglicherweise ein Problem haben. Und hier sehen wir nochmal die Aufschlüsselung dessen, was Cathie Wood vielleicht nicht verstanden hat. The Daily Shot bringt das hier auf den Punkt. Die Märkte sehen einen Policy Error mit aggressiven Zinsanhebungen eben durch die Fed, und dann 2024, so preisen es die Zinsmärkte ein, muss die Fed dann wieder zurückrudern, muss die Zinsen wieder senken, weil sie eben merkt, hups, wir haben zu spät reagiert. Und das ist ja das große Problem. Die Fed hätte im Sommer eine wunderbare Gelegenheit gehabt, die Märkte auf das Tapering vorzubereiten. Da war nichts Pandemie großartig ein Problem, da war die Wirtschaft gut, da war alles okay, die Inflation war schon hoch, da hätte man sagen können, okay, wir gehen jetzt ein bisschen aufs Bremspedal, die Märkte hätten das besser verkraftet als jetzt. Jetzt, wo es zu spät ist, dann musst du sozusagen immer schneller bremsen oder musst das Bremspedal viel stärker durchtreten, als wenn du rechtzeitig beginnst zu bremsen. Dementsprechend jetzt die Fed letztendlich in einer Falle. Und interessant ist, wenn wir jetzt mal zu den Märkten wieder zurückkommen, dass die Retail-Investoren, also die Privatinvestoren, auch hier wieder sich sehr stark in jeden Dip reingekauft haben. Und das ist letztendlich oder sind dann letztendlich die schwachen Hände, die hier jetzt die Aktien dann besitzen werden, während die Profi-Investoren sich ihre Portfolios in der Regel über Put-Optionen absichern. Und wir sehen, hier gab es ein massives Bedürfnis. Wir haben jetzt das höchste Niveau am Freitag gesehen seit Februar 2020, also auch seit dem Corona-Crash. Da musste also plötzlich eben die Erkenntnis reifen, dass Märkte nicht nur eine Einbahnstraße sind, sondern dass es möglicherweise in zwei Richtungen gehen kann, vor allem wenn die Fed diese hawkische Wende macht. Wir sehen unten mal in diesem Chart,
die Positionierung der amerikanischen Vermögensverwalter von 103% jetzt auf 87% runtergegangen. Also man hat ein paar Chips vom Tisch genommen, man war überverkauft, deswegen eben jetzt auch diese Rallye. Man glaubt nach wie vor an ein super gutes konjunkturelles Umfeld, aber wir sehen zum Beispiel heute eine Apple, die den Nasdaq noch ins Plus zieht heute, der sonst wahrscheinlich im Minus wäre, mit einem Plus von 3%, warum auch immer. Jedenfalls sieht man Apple eben so eine Art Qualität, und das ist eben das Zentrale derzeit. Man sucht jetzt Qualität, man versucht sich von Junk zu verabschieden, von unseriösen Dingen, von Dingen, die nur durch Hoffnung und Liquidität leben. Sagt sich, da ist Apple doch eine super Adresse, das ist ja praktisch wie eine Anleihe, wie eine Staatsanleihe, bombensicher. Naja, auch Apple ist eben einem Zyklus unterworfen. Wir sehen hier in diesem Chart etwa, dass die Chip-Shortages eben auch die Smartphones erreichen. Das ist nicht nur ein Problem der Autoindustrie. Und Apple hat ja schon selber sagen müssen, dass man weniger iPhones etwa bauen wird, hat die Zulieferer gewarnt, dass auch die Nachfrage nach iPhones sogar geringer geworden ist oder weniger stark ist als ursprünglich angenommen. Also ob das der ganz sichere Hafen ist, sei mal dahingestellt. Wir sehen insgesamt aber nach wie vor eben diese Heavyweights, diese Schwergewichte, die hier die einzelnen Indizes oben halten. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Nasdaq 100 anschauen im Vergleich zum Nasdaq Composite. Der Nasdaq 100 enthält 100 Werte, der Nasdaq Composite glaube ich über 3000. Da ist also sehr, sehr viel drin. Und im Nasdaq 100 sehen wir, dass viel mehr Aktien in diesem Index, der also von Apple und anderen dominiert wird, von diesen Schwergewichten, dass da viel mehr Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, nämlich 40%, während es im Nasdaq Composite nur 19% waren, zumindest jetzt Stand Ende Freitag. Und jetzt gab es auch immer wieder die These, Mensch, diese ganzen Lieferengpässe in den USA mit den Häfen, das entspannt sich alles. Aber wenn man mal genauer hinschaut, und das hat Calvin Frotch gemacht, dann sieht man, dass nicht weniger Schiffe etwa vor der Küste von Los Angeles sind, wie viele Medien berichtet haben, etwa die Los Angeles Times oder das Weiße Haus. Da hat sich so dieser Stau ein bisschen aufgelöst. Das ist falsch. Die Schiffe sind nur weiter vom Hafen weggeparkt oder weiter von den Container-Terminals weggeparkt, aber es sind genauso viele Schiffe wie vorher auch. Also man sieht, das ist alles relativ. Das ist hier diese dunkelrote Einfärbung in diesem Chart. Kommen wir noch zu anderen Dingen. Die PBOC, die Notenbank von China, hat gesagt, wir werden jetzt die Einlageanforderungen an die Banken senken. Also das, was die Banken hinterlegen müssen als Kredit oder für Kredite, wenn sie Kredite ausgeben an Eigenkapital. Das soll die Kreditvergabe stimulieren. Gleichzeitig hat man aber gesagt, also wir werden jetzt keinen wirklich einen Stimulus machen, das hat die Märkte so ein bisschen enttäuscht. Da ging es heute Vormittag dann mal ein bisschen nach unten, auch im europäischen Markt. Also man wird eine vorsichtige Geldpolitik weiter betreiben, man muss aber gleichzeitig eben gegen die deutliche Wirtschaftsabschwächung auch in China vorgehen. International interessant, die beiden Administrationen, so berichtet hier Sputnik zum Beispiel und auch, glaube ich, CNN, überlegt, ob man Russland vom SWIFT-System abkoppelt, vor allem als Drohung jetzt nicht die Ukraine anzugreifen. Abkoppelung vom SWIFT-System würde für die russischen Banken so ziemlich den Tod bedeuten. Wenn du keine Dollars mehr bekommst, dann bist du im internationalen Zahlungsverkehr praktisch tot. Also das ist sozusagen die finanzpolitische Atombombe, mit der die beiden Administrationen hier droht. Und apropos Abschwung auch nochmal, deutsche Industrie, heute die Industrieaufträge miserabel, 6% weniger als im Vormonat. Selbst wenn man die volatilen Großaufträge mal rausnimmt, dann war das immer noch ein Minus von 1,8%. Und wir sehen, ja, wir sind eigentlich, was die Industrieproduktion betrifft, die Industrieaufträge betrifft, schon ziemlich im Downturn, also im Abwärtstrend. Und vor allem die Nachfrage aus dem Ausland, aus China, hat nachgelassen. Das sagt uns auch einiges über China. Wie geht es mit den Aktienmärkten weiter? Wie gesagt, wir haben durchaus jetzt Potenzial aus dieser überverkauften Situation, gerade etwa beim Dow Jones, gerade etwa auch bei eben Value, hier diese Erholung fortzusetzen. Bei Tech bin ich da deutlich skeptischer. Knecht Ruprecht an der Börse ist die Jahresendrally abgesagt. Dieser Artikel, den werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Da wird all das abgewogen, was Sie wissen müssen für die Aktienmärkte. Was sind die Positiv-, was sind die Negativfaktoren? Wie ist die ganze Lage einzuschätzen? Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und hoffe, wir sehen uns in alter Frische am morgigen Dienstag. Servus und ciao.